Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Squad-Building-Challenge beziehungsweise heute zu einer Special-Squad-Building-Challenge-Episode, denn es geht nicht um Top-Partien oder jegliche andere Challenges, bei denen man viele Packs abstauben kann. Nein, heute geht es um eine Spieler-Challenge und zwar, wie bekommt ihr den Jubiläums-Edinson Cavani 300 Buden in seiner Karriere gemacht, und dementsprechend gibt es ab heute beziehungsweise momentan die ja quasi Edition oder die Ausgabe der Squad-Building-Challenges für den Special-Cavani mit 78 Tempo, 81 Dribbling, 86 Shooting, 74 Passen und 81 Physis, ist nicht so krass, aber er ist auch nicht so teuer wie beispielsweise ein Luis Suarez oder ein Lacazette. Er hat ein ordentliches quasi Preissegment, das man dafür einsetzen muss, dass man ihn bekommt, und ich denke mal, von daher läuft das auf jeden Fall. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr ihn euch auch geholt habt oder ob ihr gesagt habt, nee, Cavani ist es mir nicht wert, den hole ich mir nicht. Die Challenges sind allerdings, wie gesagt, relativ einfach. Einmal, Cavanis Ex-Feinde, das ist die schwere im Moment definitiv, weil man braucht eine Teamgesamtwertung von mindestens 83. Zwei Spieler von Neapel, okay, aber zwei Spieler von Palermo. Und Palermo ist so ein Verein, der hat nicht so viele hochbewertete Spieler. Der höchstbewertete ist 77, der zweithöchste 75. Gott sei Dank hatte die Verein, aber das zeigt schon so ein bisschen, könnte schwierig werden. Ich habe es aber geschafft. Zweite Challenge, Cavanis Teams, das sind die aktuellen PSG und Uruguay. Zwei Spieler von PSG, zwei Spieler von Uruguay. Das ist absolut keine schwere Challenge. Dafür gibt es ein Premium-Gold-Set und auf einer Seite ein Jumbo-Premium-Gold-Set. Das passt also ganz gut, denke ich mal. Und wir gucken uns direkt mal Cavani Challenge an. Wenn ihr selber auch Coins braucht für diese Challenges, schaut bei IG Vault vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. 6% Rabatt auf eure Coins mit dem Code MaxGamingTV. Sehr sicherer und zuverlässiger Service dazu. PSN Microsoft Guthaben und auch eure FIFA-Points reduziert könnt ihr da kaufen mit dem Code MaxGamingTV 6%. Wie gesagt, Merchandise ist auch verlinkt. MGT, Army, herrlich und so weiter und so fort. Wäre herrlich, wenn ihr vorbei schaut mit Social Media Links. Ist, denke ich mal, ganz logisch. Wenn ihr mehr Squad-Building-Challenges und mehr allgemeine Ultimate Team sehen wollt, dann abonniert diesen Kanal kostenlos. Auch das könnt ihr unterhalb dieses Videos tun. So, das Team sieht so aus. Ich bin noch ein bisschen stutzig. Ich will Hart einen nicht eintauschen. Ich würde da lieber Consigli hinstellen, aber ich glaube, das reicht leider Gottes nicht aus und wir kommen da nicht auf eine 83, sondern genau nur mit einem 84er Torwart. Dementsprechend muss ich Hart benutzen. Ich weiß gar nicht, ob das der ist, mit dem ich schon relativ viele Spiele gemacht habe, aber da schauen wir jetzt einfach mal ganz kurz nach. Ne, 5, okay, alles klar, das geht vollkommen klar. Das ist der höchstbewertete Spieler, Giancarlo González, kennt man eventuell noch von der WM 2014, der Mann aus Costa Rica, und dann haben wir hier noch Bruno Henrique, der Gott sei Dank auch Erstbesitzer ist und ja auch ein 75er Rating hat. Ansonsten, wir können mal ganz kurz gucken, hier Palermo hat absolut nur niedrige Ratings, das ist schlimm. Ich habe noch einen Spieler im Verein, das ist Diamanti, das ist der nächstbewertete. Gazzi gibt es noch, Andelkovic, Rajkovic, der ehemalige Hamburger, Quaison, der mittlerweile auch nicht mehr da ist, Jajalo, ehemaliger Kölner, Hiljemark, dann haben wir Vitiello, also alles ganz, ganz niedrige Ratings, ganz, ganz belastend, und dementsprechend bin ich, ach guck mal, Bui, auch so viele ehemalige Bundesligaspieler, dementsprechend bin ich ganz froh, dass ich die beiden Höchstwerten drin hatte, weil wenn wir mal ganz kurz nachgucken, was kosten der González momentan, ja, das habe ich fast schon gedacht, also der ist momentan für gut was unterwegs auf dem Markt. Und ja, muss halt ein paar Spieler eintauschen, wie ein Bellarabi hier beispielsweise, den ich als Erstbesitzer habe. Ein Zinia und ein Mertens, Gott sei Dank, die nicht geupdateten Version, von daher nicht so schlimm. Banega habe ich gekauft, war ein bisschen teurer für 3000 Münzen, eben weil diese Challenge jetzt gerade da ist. Nevra, der ist Erstbesitzer und dummerweise ist der ja momentan, beziehungsweise gibt es den ja auch so gesehen nicht mehr in Packs, weil der ja mittlerweile weggewechselt ist. Aber auf der Seite haben wir bei Juve sowieso noch Alexandro, von daher ist nicht so schlimm. Lichtsteiner möchte ich eigentlich auch nicht eintauschen, aber okay, Götze habe ich jetzt gerade in meinem Team ja drin gehabt, habt ihr eventuell gesehen bei der Squad-Builder, beziehungsweise bei der Clubtour zum Februar. Guckt auf jeden Fall an, wenn ihr das noch nicht getan habt. Aber den werde ich jetzt auch eintauschen, weil er jetzt Loyalität hat. Dementsprechend kommen auf die 95 Chemie. Werde ich dann irgendwie einen neuen kaufen, das ist auch nicht so dramatisch. Aber ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Das Ganze tauschen wir mal ein für das Jumbo Premium Gold Set. Und dann tauschen wir noch das andere ein. Cavanis Team. Und das ist eigentlich total easy, wie bereits angesprochen. Man braucht nur zwei Uruguayer, habe ich jetzt hier Rola im Verein gehabt, halt aus der französischen Liga. Und Pereiro. Dazu noch Arias, damit er den Stronic hat, damit er auf Chemie kommt. Hier kommen wir sogar auf 100 Chemie. Also ich bräuchte Arias, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, wenn ich hier einen anderen Spieler aus der Eredivisie hinstelle, dann rechts weiter wie Karstorp oder sowas, müsste das sogar auch schon reichen. Gucken wir mal ganz kurz nach, ob das der Fall ist. Schauen wir mal mit TT. Guck mal, geht trotzdem. Machen wir sogar so, dann brauche ich meinen Arias nicht weggeben. Hier in der Innenverteidigung haben wir dann Megea und, Gott, wie heißt der denn nochmal? Da Silva, genau, Areola, Morel, dann hier Durmaz auf links. Das ist auch Ferre, genau, und Sio und Rabi, also nix. Die beiden Spieler von PSG, Rabiot und Areola, beide auch nichts wert. Und dafür kriege ich jetzt meinen Edinson Cavani. Ja, die 87er Variante, 300 Spiele, der Meilenstein ist Edinson. Genialer Stürmer, den ich auch extrem gerne mag und mochte schon immer auch bei Napoli, auch wenn er in FIFA mittlerweile nicht mehr ganz so gut ist.
Nehme ich gerne mit, sieht sehr cool aus. Hier ist eine Infokarte, wollt ihr dazu eine Special Deal-With-Episode? Ich bin mal gespannt. Und ja, dann würde ich sagen, öffnen wir noch die beiden Sets und dann war es auch schon von diesem kurzen Video. War aber, denke ich mal, ganz cool. Vielleicht für einige von euch mal eine Hilfe, wie ihr das Ganze mit den Ratings machen müsst oder wie ihr es relativ easy hinbekommt. Premium Gold Set öffnen wir mal. Ich krieg sowieso nichts Seltenes. Oh, doch, tatsächlich mal. Das ist ja unglaublich. Ich habe in den letzten Wochen so unglaubliches Pech. Aber das sind 76er, do, und das ist eigentlich auch schon wieder do. So ein bisschen, naja, ärgerlich. Einen noch von Central Coast Mariners, Trikot von Chelsea. Aber das juckt mich nicht weiter und das Jumbo Gold, Premium Gold Set wird, denke ich mal, auch nicht deutlich besser werden. Wird auch kein Walkout, wie seit Ewigkeit nicht mehr. Kleine Sternschnuppe, nicht mal ein Goldspieler, der selten ist, sondern die Day. Also die Packs kann ich momentan vergessen, deswegen kaufe ich mir auch keine FIFA Points. Aber vielleicht ist euer Pack gleich mal besser. Da könnt ihr, wie gesagt, in die Videobeschreibung gucken und da findet ihr den Link zur IG Vault. So, das war's von diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Stretch ich das Video jetzt noch irgendwie auf 10 Minuten? Spaß. Macht's gut, haut rein und ciao.